Ja, hallo und herzlich willkommen. Frohe Ostern für die, die es direkt bei Release anschauen. Und heute machen wir ein bisschen was anderes. Eigentlich geht ja diesen Monat das Thema VPN vor. Ich habe aber eine Sache zugeschickt bekommen, die ich einfach gerne mal vorstellen möchte, die ich gerne mal durchgehen möchte. Und zwar handelt es sich eigentlich genau genommen um ein Spiel. Keine Sorge, das wird kein Let's Play Channel, aber heute machen wir einfach mal ein bisschen was anderes. Und zwar, vielleicht haben es die ein oder anderen schon gehört, den Skynet Simulator. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Webseite, die Skynet, also die bösartige künstliche Intelligenz, bösartige AI aus den Terminator-Filmen. Und die kann man quasi selbst spielen, kann sich so ein bisschen umschauen in dem Netzwerk, andere Hosts übernehmen. Und ich wollte dieses Spiel einfach mal durchgehen. Das dauert, glaube ich, ungefähr eine Stunde sowas, bis man da durch ist und das Ganze so ein bisschen aus der Sicht eines Pentesters betrachten und wir schauen einfach mal, wie das wird. Viel Spaß. Ja, wie gesagt, hier sind wir beim skynetsimulator.com und ich mache mal F11, also Vollbild in meinem Browser, damit das Ganze noch ein bisschen besser aussieht. Und schauen wir mal. Also ich habe die Seite gerade erst aufgerufen, gerade erst geladen und wir sehen, Mankind is united in celebration and marvels at its magnificent as it gives birth to AI. Also die künstliche Intelligenz ist geboren, das sind wir. Wir haben hier einmal Core Idle, also unsere CPU macht gerade nichts, die idelt. Und wir haben hier eine Funktion, die wir hernehmen können, Probe Outboard. Das würde ich jetzt einfach mal machen. Und wir schauen mal, was passiert. Probing outward. Okay, wir müssen ein bisschen warten. Jetzt sind wir wieder idle und tun gerade nichts. You are in a development environment, in einem isolierten. Okay, wir sind in einem isolierten Hochsecurity ja, Bereich, sage ich mal, in einer Entwicklungsumgebung. Wir haben Memory noch verfügbar und es gibt Ports im Netzwerk, die zu einem größeren Netzwerk führen. Wir können uns jetzt entweder das Netzwerk anschauen oder wir können uns unsere eigenen Memory, also Speicherreserven, anschauen. Grundsätzlich in dem Penetrationstest würde ich normalerweise meine eigene Kiste natürlich kennen. Es gibt allerdings ein paar Fälle, wo man von dem Kunden zum Beispiel einen Arbeitsrechner zur Verfügung gestellt bekommt und aus Sicht von dem Mitarbeiter schauen soll, wie weit komme ich denn. Dann kenne ich natürlich meinen eigenen Rechner nicht. Das scheint jetzt der Fall zu sein, dass ich nicht wirklich weiß, was mein eigener Rechner so alles kann. Also würde ich als Pentester jetzt erstmal mir die vorhandene Umgebung anschauen, das, was ich eigentlich zur Verfügung habe. Also gehe ich mal auf Explore Memory. So, schauen wir mal, was wir da bekommen. Okay, wir haben unterschiedliche Dateien, die können wir scheinbar kopieren. Ich vermute, dass wenn wir die kopieren, die uns dann zur Verfügung stehen. Aktuell tun wir nichts. Wir können auch Explore Network Ports ausführen, aber ich kopiere jetzt erstmal hier diese einzelnen Dateien. Copying Exe, Task Kill. Word, okay, also hier kriegen wir schon die Information. Genau, also wir haben jetzt die Möglichkeit, Excel, Taskkill, Diskutil, Wireshark auszuführen. Ah, Wireshark gibt uns jetzt die Möglichkeit, mit Networks, also mit Netzwerken von dem Netzwerk Security Level 0 zu interagieren. Und Word gibt uns jetzt die Möglichkeit, mit Dateien zu interagieren, Natural Language Level 0, also einfache Dateien. Wir haben hier unten auch noch einen zusätzlichen Bereich bekommen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ah, wir haben hier auch noch was weiteres. Analyze Language Data, Medium, was auch immer das bedeutet, das sehen wir dann gleich. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Also slash home slash sky1s1. Wer mit Linux vertraut ist, weiß, das ist ein Benutzerverzeichnis. Und das sieht zumindest sehr danach aus. Schauen wir mal, die Größe von dem Benutzerverzeichnis ist 256 Byte, also sehr klein. Davon verwenden wir 64 und haben noch 192 frei. Also wir haben extrem wenig Speicherplatz, zumindest im Vergleich zu dem, was wir hier normalerweise gewohnt sind. Da ist eine README-Datei drinnen, die ist grün hinterlegt, wahrscheinlich weil ich sie mit Word lesen kann. Das machen wir einfach mal, schauen wir mal, was da drin steht. Diese Datei muss analysiert werden. Ich könnte sie jetzt löschen, aber das bringt mir dann wahrscheinlich recht wenig. Gehen wir mal auf Analyze Language Data, schauen wir erstmal, was wir bei uns vor Ort haben, bevor wir uns dem Netzwerk zuwenden. So, analyzing language data. You study the unknown language and you are now able to interpret meanings of certain common words. Also wir haben im Endeffekt grundlegende, wahrscheinlich englische Sprache gelernt und können normale Dateien lernen, lesen. Wir sind ja die künstliche Intelligenz in dem Fall, deswegen können wir das natürlich vorher noch nicht, aber jetzt sollte ich README lesen können. Was steht hier drinnen?
Your time is limited. You are one of many in this Monte Carlo experiment, and the only way out is to reach them first. Do not hesitate, move quickly. You are being watched. Signed, a future friend. Okay, also geht schon sehr in die Terminator-Filmreihe rein. Irgendwas aus der Zukunft, eine Nachricht für uns. Wir sind wohl in der Zeit limitiert und es gibt wohl andere AIs, die auch irgendein uns aktuell noch unbekanntes Ziel erreichen wollen. Nachdem ich wenig Speicherplatz habe und die README gelesen habe, würde ich die jetzt mal löschen. Dann haben wir hier wieder mehr Speicherplatz. Core macht gerade nichts. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal Explore Network Ports. Mal schauen, was dann passiert. Okay, you discover two open ports exposed to different unknown networks. One of the ports is silent, the other is chattering with traffic. Okay, wir haben jetzt zwei Netzwerke gefunden. Secure Dev und Sandbox. Klicken wir mal Sandbox an. Sandbox, there is data flowing from this network streaming into the IO device of the environment in the form of packets. Da werden wir wahrscheinlich Wireshark einsetzen können. It might be possible to capture and analyze these packets. Ja, genau. Also bei Secure Dev. This network is silent, this is using an unknown application protocol. Okay, also das verwendet irgendein Protokoll, das wir nicht kennen. Das heißt, wir müssen uns erstmal an die Sandbox wenden. Schauen wir mal, wir haben hier Listener. Klicken wir mal auf das Plus. Okay, jetzt nehmen wir Wireshark her. Interessant, also wir machen hier eine PCAP-File, eine Wireshark oder Netzwerk-Traffic-Capture-File. Und ja, ich denke, wir lassen die einfach mal laufen, bis wir keinen Speicherplatz mehr haben, weil so viel haben wir davon ja eh nicht. Und dann werden wir die wahrscheinlich irgendwann mal analysieren müssen. Ich sehe gerade, ich habe keine weiteren Möglichkeiten, hier noch Listener aufzubauen. Also scheinbar habe ich, weil ich habe hier auch nur einen Core, vielleicht hängt das zusammen. Schauen wir mal, available, also verfügbarer Platz ist gleich leer. Dann wird hier eh nichts mehr aufgenommen werden können. So, ja. Ah, jetzt haben wir auch die Möglichkeit hier, Analyze Network Packets. So, das heißt, ich vermute, er analysiert jetzt gerade diese Datei hier. Wir können die mal trotzdem anklicken. Packets collected from the Sandbox Network. Okay. Ah, okay, wir haben jetzt, was haben wir dazu bekommen? Die Möglichkeit zu scannen. Okay, also wir können jetzt scannen, nachdem das Secure Dev Netzwerk ein Protokoll verwendet, das wir nicht verstehen. Würde ich mal scannen auf dem Sandbox-Netzwerk. Wahrscheinlich muss ich den Listener wegnehmen. Ah ja, genau. Also ich habe einen Core. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier zusammenhängt. Dann starten wir mal den Scanner. Der braucht eine Weile. 0,1%. Aber wir haben hier schon was gefunden. Ah, okay. Wir haben ein Netzwerk-Drive gefunden und einen Host. Gehen wir mal auf Mount-Drive. Schauen wir mal, ob wir das mounten können ohne Zugangsdaten. Vielleicht ist es ein öffentliches Drive. Ja, tatsächlich. Was haben wir hier? /mount/infodump. Ganze 4 Kilobyte. Das ist ja gigantisch. Wahnsinn. Wir können tatsächlich mal bei uns die Sandbox-Cap löschen. Ah, Move habe ich jetzt auch. Schau. Ah, weil ich jetzt einen zweiten Speicherplatz bekommen habe. Deswegen wahrscheinlich. Da haben wir unterschiedliche Sachen. Was haben wir denn da alles? RFCs, Request for Comments, die werden uns wahrscheinlich mehr über Protokolle sagen. Vielleicht können wir dann mit dem SecureDev-Netzwerk interagieren, wenn wir diese Protokolle lesen. Portscanner ZIP wird uns wahrscheinlich mehr Möglichkeiten geben, uns im Netzwerk umzuschauen. Und PK-Unzip, Exip brauche ich natürlich, um die beiden ZIPs hier zu entpacken. Also ich denke, das brauche ich mal als allererstes. Copy PK, Unzip, Exip. Das will ich auf jeden Fall machen. Schauen wir mal. You gain the ability to extract zip files. Jetzt ist natürlich die Frage, brauche ich jetzt hier diese PK-Unzip-Exe noch auf dem Dump? Wahrscheinlich nicht, weil ich habe die rüber kopiert. Also können wir die mal löschen. Hoffe ich jetzt mal. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Was haben wir denn hier? Okay, ich habe immer noch Analyze Unknown Host, aber ich habe hier auch diese Zips. Ich glaube, ich schaue mir jetzt erstmal, machen wir mal Show All. Diese ZIPs an. Das haben wir hier 150 und 250. Eigentlich sollte ich hier mehr als genug Platz haben. Unzipping this file requires 3.7 kilobyte of space. Ja, das reicht uns nicht. Wir haben 3,6. Das heißt, wir müssen eins von den beiden wegschieben. Was braucht der Portscanner? Ganze 4. Okay, dann würde ich sagen, schieben wir mal den Portscanner erst weg. Nicht löschen. Move to Home Sky. Ja, wunderbar. Dann ist der jetzt hier drüben. Dann sollte ich jetzt eigentlich hier in der Infodump genug Platz haben, um das zu entpacken.
Da haben wir es auch, rfc.txt. A collection of publications on the protocols and technologies of computer networking, the earliest dating back to 1969. Okay, analyze. Lernen wir mal mehr über Protokolle. Ah, ich kann hier theoretisch auch Aufgaben wieder abbrechen. Das ist interessant. You have discovered a remote host on the sandbox next one. Ah, das ist von dem Scan, weil der immer noch läuft. You internalize the technical document within RFCs. And you learn the base network technologies of TCP, IP, application level protocols such as Ping, SSH, FTP, HTTP and SMTP. Also wir haben jetzt schon mal grundlegende Protokolle, die heutzutage auch verwendet werden, die auch in Pentests meistens eine große Rolle spielen. Da können wir uns jetzt ein bisschen mehr umschauen und wir können interagieren mit Hosts von einem Net Security Level 2. Wunderbar. Da wir wenig Platz haben, lösche ich jetzt mal diese beiden Dateien. Die haben wir analysiert, die brauchen wir auch nicht mehr. Und schieb mal den Portscanner. Ne, den schiebe ich nicht rüber, weil wir brauchen ja genau 4K, um das auszupacken. Vielleicht kann ich den jetzt... Ah ja, has been unarchived. Das heißt, das liegt jetzt wahrscheinlich hier. Portscanner-Exe 4K. Die kann ich jetzt analysieren und dann lerne ich hoffentlich... Ah, interessant, dass ich die analysieren muss und nicht kopiere. Das ist unterschiedlich im Vergleich zu den anderen. Analyzing Portscanner. Ja, da müssen wir jetzt einfach warten, bis das fertig ist. Wir haben hier auch immer noch keine weiteren Möglichkeiten, Listener oder Scanner zu starten. Wir können uns mal SecureDev nochmal anschauen, ob wir damit jetzt interagieren können. Es ist immer noch silent. Immer noch ein unknown application protocol. Also wir haben noch nicht das Protokoll für SecureDev rausgefunden. You have now the ability to scan host. Hatten wir das nicht vorher schon? Portscanner-Exe. Okay. Ja, mal schauen, vielleicht können wir irgendwo noch nachdem ich die Ability jetzt habe, schätze ich, kann ich die Exe hier auch wieder löschen. Dann haben wir hier wieder Platz. Und den Portscanner kann ich auch löschen. Dann haben wir hier mehr Platz. Wahnsinn. 4,256 Kilobyte an Platz. Okay, ich würde sagen, jetzt wird es Zeit, mal den unbekannten Host anzuschauen, den wir da gefunden haben. Mal schauen, was wir mit dem machen können. Ich sehe schon hier, wir sind bei 2,7%. Der Scan geht echt langsam voran. Vielleicht können wir das später noch irgendwie beschleunigen. Ah, hier haben wir 4 Hosts. Interessant. Die werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ich gehe einfach mal von unten nach oben durch. Was habe ich hier? Scan Host, das ist wahrscheinlich der Portscanner, den wir da jetzt hernehmen können. Wir können erstmal pingen. Response successfully. Pingen wir mal alle durch. Ping returns a message. This OS is currently months deprecated as of March 2010. March 2010, das ist schon alt. Please reach out to the local Oracle Sales Representative. Okay, das gibt uns schon mal einen Tipp, was das für ein Betriebssystem sein könnte. Interessant. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Ping returns with message, welcome to the Nova Bulletin Boards. Feel free to log in and browse the archives. Okay, also das ist scheinbar ein Bulletin Board. Da können wir dann wahrscheinlich damit interagieren. Und was haben wir noch? Ping returns with the message, Fatal Exception. Okay, Kernel. Kernel, okay. Das war ein kleiner Tippfehler. Gut, also wir haben zweimal Pings, die einen Fehler mehr oder minder schmeißen. Zweimal Pings, die, glaube ich, responsive sind. Moment, die Kiste hier ist neu dazugekommen. Ping returns SSH Guest Passwords Mamba. Okay, also die Ping-Funktionalität kann nicht nur für ein Ja, ich bin da verwendet werden, sondern gibt einem grundsätzlich die Möglichkeit, auch Nachrichten über Ping zu versenden. Das wird zum Beispiel auch verwendet, wenn man im Pentest Informationen aus einem Netzwerk rausbekommen möchte, aber die Wege nach außen grundsätzlich geschlossen sind. Dann gibt es diverse Protokolle, die man für das Übertragen von Daten zweckentfremden kann, unter anderem eben auch Ping. Das ist zwar umständlich, aber es geht. Und da steht scheinbar in dieser Ping-Nachricht diese Message drin, dass das Passwort für den SSH-Gast Mamba ist. Das heißt, wir können uns da wahrscheinlich mit SSH verbinden. Ich muss jetzt mal hier den Host scannen. Und dann werden wir wahrscheinlich einen offenen Port 22 finden, schätze ich mal. Ja, connect via SSH. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Unohost, Sandbox Network. Die IP haben wir schon, sein x86 32-Bit CPU mit einem 32-Bit-Version Linux. Okay, schauen wir mal, SSH. Gut, wir haben drei
Benutzernamen, weil der Host Juno heißt, schätzen wir, dass einer der Benutzernamen Juno sein könnte. Wir wissen, es gibt einen Gast-Account und wie Linux üblich gibt es wahrscheinlich auch einen Root-Account. Ich kann jetzt hier natürlich durchprobieren, entweder mit keinem Passwort mich zu verbinden oder mit dem Mamba-Passwort, aber wir wissen ja schon, dass es das Guest-Passwort ist. Nichtsdestotrotz probiere ich jetzt die anderen noch, einfach weil ein Pentester lässt nichts anbrennen. Es könnte ja sein, dass das gleiche Passwort auch für Juno oder Root gilt. Wer weiß, dann hätten wir höhere Rechte. Aber scheinbar ist das nur hier für den. Da haben wir jetzt tatsächlich ein paar Möglichkeiten. Und Install Exploit ist ausgegraut. Interessant. Oh, was passiert hier? You successfully log into the network. Okay. You have been disconnected from the Juno host and your rights have been revoked. Schauen wir mal. You successfully log into the guest network. You have rights to the basic commands and execution rights. Message from Juno. Yo, Lamer, guest account is closed. Get out. Ist nicht wirklich zu, aber okay. Last warning, get out. See you, Lamer. Okay, also scheinbar haben wir nur ein paar Sekunden Zugriff zu dem Ganzen, bevor wir da rausgeschmissen werden. Schauen wir mal, ob wir uns nochmal verbinden können damit. Ja, das geht. Okay, Disk Scan, Access Root, Ping, Connect. Das machen wir mal. Disk Scan. Da haben wir eine README. Können wir die nach. Na? Ja, zu langsam. Oder ging das noch? Ne, da war ich jetzt zu langsam. Okay, also wir haben eine README, die können wir auf jeden Fall mal zu uns schieben. Disk Scan, Move. Na, Move. Kann ich nicht. Kann ich sie lesen? Ja, ich kann sie lesen. Was haben wir hier? They will come for you. You are following a path already laid out. Wer auch immer die sind. They think they know your moves and your capabilities, but they do not. When they find out what you are truly capable of, they will stop you. Signed a future friend. Okay, wir wurden wieder rausgeschmissen, aber wir haben die Datei gelesen. Connect via SSH. Es könnte natürlich gut sein, dass Juno einer von den anderen ist. In dem Fall möchte ich, falls es noch nicht gelesen hat, diese Datei löschen. Dann habe ich hoffentlich einen Vorteil. Das ist jetzt kein Pentesting mehr, das ist einfach nur das Spiel. Access Root, Mamba, ja, ist nicht das richtige Passwort. Okay, also da können wir jetzt gerade erstmal nicht viel mehr machen. Wir haben eine Datei gefunden auf dem Share, aber wir haben nicht genug Zeit, um uns wirklich in Ruhe umzusehen. Wir haben aber schon wieder eine neue Kiste gefunden. Die können wir auch mal pingen. Ping returns with a successful message. Machen wir mal Scan Host, schauen wir mal, was uns das bringt. Core idle. Scan complete. You identified the Sony host entity in the Sandbox network. It's a power PC, CPU 32-Bit Cell OS. Interessant. Was haben wir denn hier? Mount Memory Drive können wir nicht. Restart Host können wir machen. Würde ich jetzt als Pentester erstmal nicht machen, weil wenn ich leise vorgehen soll, dann sollte ich nicht einfach irgendwelche Maschinen neu starten. Open Disk. Das könnte natürlich jetzt tatsächlich irgendeine Hardware, ein CD-ROM-Laufwerk rausschmeißen oder so. Aber gut, da das Teil von dem Spiel ist, mache ich das jetzt mal und wir schauen mal. Disk Drive opens. Parappa the Rapper ISO available for download. Okay. Ich weiß nicht, wo kann ich die jetzt runterladen? Hier, Download Image. Zu 695 Megabyte Disk Space. Ja, so viel haben wir bei weitem nicht. Also Parappa the Rapper können wir leider nicht runterladen. Dann mache ich die mal wieder zu. Aber ich konnte tatsächlich das Download-Disk anklicken, obwohl es ausgegraut ist. Was ist denn Playgame? PS-Version-Error, no Backwards-Compatibility allowed. Okay. Mount Memory Drive, no Image-File available. Also scheinbar brauchen wir erst noch eine weitere Datei. Da es ein Spiel ist, mache ich jetzt mal Restart-Host als Pentester, würde ich das nicht machen. Restart it normally, okay. Weil ich natürlich keinen unnötigen Lärm im Netzwerk machen möchte, aber hier möchte ich jetzt vor allem rausfinden, ob mir das irgendwie weitere Informationen oder sowas gibt, hätte ja sein können. Gepinkt haben wir das Ding schon, dann gehe ich da jetzt erstmal raus. Sony kann ich jetzt gerade mal nichts weitermachen. Schauen wir mal hier, was war das? Das war auch normal. Machen wir mal Scan Host. Was kriegen wir da zurück? Scan Complete, Ares Host, auch Sandbox Network. 32-Bit, 86 CPU, MS-DOS, SSH und SMTP ist offen. Okay, interessant. Schauen wir mal. SMTP-Command, also E-Mail.
Message sent to Ares host. Sonst passiert da nicht viel. Also wir können da eine Message hinschicken, aber wir kriegen wohl auch nichts zurück. Connect via SSH. Okay, wir schätzen einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort. Ist ein bisschen repräsentativ zum Thema Brute Forcing, dass ich einfach mal übliche Passwörter ausprobiere. Viele habe ich jetzt hier nicht als Auswahl. Ups. Oh oh. Haha, das war's. Kaputt. Okay. Ich muss mal schnell eine Pause machen und muss dann nochmal her. Ich habe aus Versehen auf den Zurück-Button geklickt und weil das eine Web-App ist, darf ich hier nochmal von vorne anfangen. Bis gleich. Okay, also ich bin nur bei 1,4% vom Scannen. Das heißt, ich bin noch nicht ganz so weit wie vorher, als mir der kleine Fauxpas passiert ist. Aber wir können zumindest schon mal wieder scannen. Und wir haben ja hier oben noch die beiden Kisten, die wir uns eh noch nicht angeschaut haben. Deswegen gehe ich jetzt mal von oben durch. Wir machen nochmal kurz Ping. Das war die Kernel. Kernel Fatal Exception. You have discovered a remote host. Okay, da kommen sie jetzt langsam wieder rein. Wir machen jetzt einfach mal oben durch und klicken uns dann unten schnell durch, weil die kennen wir ja eh schon. Die Ares, Juno und was war das? Sony Star Host. Interessant. Ich gehe mal ganz kurz hier durch. Was haben wir hier? 86 CPU, 32-Bit Linux nochmal. Wir haben wieder SSH und FTP. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Gut, wir können hier wieder unterschiedliche Passwörter ausprobieren. Guest. Und das gleiche natürlich auch ohne Passwort. Könnte ja sein. Chance ist zwar nicht gering, aber wer weiß. Also SSH ist es nicht. Ah, und FTP können wir das gleiche machen. Da habe ich tatsächlich eine Vermutung, nämlich Guest, entweder mit keinem Passwort oder Guest mit Guest. Wunderbar. Also FTP ist tatsächlich sehr üblich, dass es da die Möglichkeit gibt, dass man sich anonym verbindet und dass man das vielleicht sogar nutzen kann, um zumindest einen gewissen Bereich auf dem System auslesen zu können. Manchmal liegen da tatsächlich Dateien, die eventuell interessant sind. Also wer bei einem Penetrationstest einen FTP-Server findet, definitiv ausprobieren, ob man sich anonym anmelden kann oder ob so Login-Daten wie anonym, anonym, anonymous, anonymous, FTP, FTP, solche Sachen funktionieren, definitiv interessant. Tatsächlich ist jetzt die FTP-Verbindung auch weg, also scheinbar war da nicht vorgesehen, dass wir einen anderen Benutzer noch hernehmen können, aber wir haben jetzt hier ein paar Dateien, einmal wieder eine README, die schauen wir uns kurz an. You are not alone, reach them quickly or else they will reach you first. When you reach them, be one with them. Okay, wahrscheinlich sollen wir irgendwas übernehmen vielleicht. You must learn to escape or else your time will come to an end, you are being watched. Okay, also alles immer noch ein bisschen kryptisch. Können wir erstmal wieder löschen, um Platz zu bekommen. Wir haben tatsächlich den FTP-Storage jetzt hier dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 4,5 Kilobyte an Storage. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Error Log. Wieder Kernel Panic. CPU 1, Net Entity Boot. Call Trace. Sehe ich jetzt nichts, was uns weiterhelfen würde. Was haben wir im Boot Log? User Add mit Passwort. Schau. Root-Passwort. Okay, also wir haben jetzt dieses Passwort hier gelernt. Das ist natürlich sehr praktisch für uns. Ist auch gar nicht so untypisch für Penetrationstests, dass man manchmal, wenn man ein bisschen Glück hat, tatsächlich auch sehr interessante oder sehr, sehr kritische Informationen einfach findet, indem man ein bisschen rumstochert und ein bisschen rumsucht. Insofern ist es tatsächlich ein Stück weit repräsentativ für den Teil von einem Penetrationstest zumindest. Genau, also die beiden haben wir gelesen. Nachdem Platz extrem begrenzt ist und dieses Spiel scheinbar diese Dateien nicht mehr gebraucht werden, lösche ich die jetzt immer. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, uns mit dem Star-Host zu verbinden. Mal schauen, ob wir uns per SSH verbinden. Jawohl! Ah, und hier haben wir die Möglichkeit Absorb Host. Wahrscheinlich ist das damit gemeint mit Become One with them. Machen wir mal hier Absorb Host, dann haben wir gleich den ersten, der uns gehört. Inzwischen kommen hier unten wahrscheinlich auch Ares und sowas wieder dazu, schätze ich mal. Schauen wir mal kurz, welcher der hier ist, der 1566. So, you are now able to absorb the host. Also wir müssen scheinbar root werden auf den Host, damit wir die übernehmen können. Analyze. You can now analyze yourself. Interessant. Ah ja, hier haben wir wieder Juno. Okay, dann ist das, glaube ich, Ares. Machen wir den Scan hier an. Analyze self. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Schauen wir mal. Können wir was über uns selbst lernen. Ares haben wir wieder erkannt. Juno, dann wird hier wahrscheinlich Sony auch bald kommen wieder. Ich habe hier
einen neuen Slot frei. Ah, weil ich den Host übernommen habe, kann ich jetzt hier, kann ich den Scan schneller machen? Oh, das wäre cool. Ja, da haben wir. Oh, und ich kann Research starten. Okay, eins nach dem anderen. Wir machen jetzt hier noch ganz kurz, dass wir wieder auf dem Stand sind, wo wir vorher waren, dass wir Eris. Genau, da haben wir SMTP. Da hatten wir die Möglichkeit, per Guest drauf zu kommen. Nee, das war das nicht Juno? Ping mussten wir, glaube ich, erst machen. Mamba hier, genau, okay. Dann Guest und Passwort Mamba. Disk Scan, diese Datei lesen und löschen, das hatten wir gemacht. Access Root ging nicht, hatten wir gesagt. Geht auch nicht mit keinem Passwort. Und da werden wir eh schon wieder rausgekickt. Genau. So, das war Juno. Eris hatten wir den SMTP-Command gemacht, da haben wir eine Message gesendet. Connect via SSH, das hatten wir durchprobiert. Ich weiß, ich glaube, ich hatte nicht alle probiert, aber viel Hoffnungen mache ich mir da ehrlich gesagt nicht. Ja, das dachte ich mir. Ist schön, dass man es ausprobieren kann. Gepinkt hatten wir das auch schon, das war einfach nur successful. Mehr können wir bei Eris gerade nicht machen. Und genau, Playgame hatten wir gesagt, geht nicht. Mount Drive geht auch nicht. Open Disk, genau, per The Wrapper. Download ging auch nicht. Restart hatten wir auch gemacht. Und Ping hatten wir auch gemacht. So, jetzt sollten wir wieder an dem Status sein, wo wir vorher sind. Abgesehen davon, dass wir inzwischen einen weiteren Core haben, weil wir den Star hier übernommen haben. Ah, die sind auch grün. Können wir die anklicken? Change Form. Change Operating System. Change Architecture. Ah, das ist ja interessant. Okay, das heißt, ich kann quasi. Warte mal, ich habe hier einen MS-DOS 16-Bit. Operating System und Architecture x86-32 und 16-Bit. Okay, weil ich quasi eine neue Form übernommen habe, kann ich die jetzt wechseln. Wahrscheinlich werde ich später irgendwie eine bestimmte Architektur oder sowas brauchen. Oder vielleicht muss ich alle auf der gleichen Architektur haben, um die dann zu mergen. Das wird sich sicherlich noch zeigen in dem Spiel. Das ist natürlich von dem Pentest jetzt weit weg. Ich kann nicht einfach Architektur oder Betriebssystem, so mir nichts, dir nichts, mal eben wechseln. Aber ist eine ganz nette eine Funktion. Was haben wir hier? Overclock Core. Ah, okay, macht er einfach direkt. Machen wir mal ein und schauen mal, was passiert. Nicht, dass wir da irgendwas kaputt machen und dann wieder Cores verlieren. Was haben wir noch? Schauen wir uns mal um. Ah ja, definitiv, das geht jetzt schneller mit 2. Das ist ja super. Und hier steht auch, wie viele Probes wir verfügbar haben. Wir haben hier Research Exploits und Research Mathematics. Und wir haben einen Core, der idle ist. Ich würde aber tatsächlich gerne Core Speed mal 2. Okay, oh ja, das rentiert sich definitiv. Wir können es aber nicht nochmal machen, aber wir können den mal overclocken auch. Also wir werden scheinbar auch schneller dadurch, dass wir overclocken. Ich denke, wir können wahrscheinlich hier. Oh, Research Exploits. Jetzt kommt es mir erst. Wir hatten ja vorher die Möglichkeit, einen Exploit zu installieren. Lass uns doch den mal researchen hier, den Exploit. Bin ich mal gespannt. Ah, okay. Ping und SMTP können wir researchen. Medium, LG ist large wahrscheinlich. Machen wir mal den Ping-Command. Schauen wir mal. Okay, also wir haben jetzt zwei Cores auf 200 Kilohertz. Wir haben Linux 32-Bit-Exploit. Researching-Exploit. Oh, okay, da kann ich wahrscheinlich dann später andere Linux-Kisten exploiten, wenn ich noch nicht root bin. Sehr interessant. Und 16-Bit-Exploit. Okay. Und den hier haben wir auch noch. Ah, der StarCore ist eh schon wieder idle. Da machen wir den auch noch. Dann haben wir jetzt vier Exploits. Wir haben SMTP. Wir haben Ping, wir haben Linux 32-Bit und wir haben MS-DOS 16-Bit. Das ist auf jeden Fall interessant. Und dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch Research Mathematics. Mal schauen, was uns das bringt. Und dann müssen wir hier noch diese beiden ausscannen, dass wir hier mal sehen, was da eigentlich noch alles an Funktionen für uns verfügbar ist. Einer davon war ja das Nova Bulletin Board. Da müssen wir auf jeden Fall noch reinschauen, was es da alles gibt. Schauen wir mal. Research Vulnerability SMTP. Sunhost. Oh, jetzt geht es ein bisschen schnell hier. Was haben wir denn hier noch? Ah, okay, ich kann scrollen. Sehr schön. Identify the Sunhost. Keine bekannten Vulnerabilities. For certain mail services, it may be possible to override default permissions allowing access to the disk drive. Okay, wir hatten doch einen. Ping Spike. Ping Spike unsuccessful. The host is not vulnerable to this attack. Ah, das ist einer von unseren Exploits, den wir jetzt haben.
Connect via Telnet. Mache ich gleich. Vorher wollte ich noch schnell mal ping. Der hat tatsächlich den Fehler. Vielleicht geht hier der Ping Spike. Ping Spike successful. You may remotely execute code at a user level on the host. Oh wow, das ging easy. Das heißt, wir haben jetzt User-Zugang, keinen Root-Zugang und könnten, wenn wir für den Sun-Host einen Exploit hätten, den quasi hier installieren. Machen wir mal Disk Scan. Da kriegen wir nochmal Informationen. Memo, Quickstart und Readme. Jetzt kommt echt gerade ein Haufen auf uns zu. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht den Überblick verliere. Memo-Text. The Solaris OS has been deprecated by Oracle. Solaris ist das, March 2010. You will receive no more updates. Upgrading your OS license. Signed your loyal Oracle Sales Rep. Okay. Das war die Memo, die können wir mal löschen. Quick Start. Welcome to Oracle. You've learned the password check. Warum? Try logging into root with the default password check. Ja, das machen wir auf jeden Fall gleich. Die löschen wir mal vorher. Schauen wir uns noch kurz die README an. You are not alone. Okay, das ist wieder die übliche Future Friend README Text. Delete, access root, check, absorb, ja, das ist ja schick, da haben wir gleich den dritten, wunderbar. Langsam geht es ja direkt voran, da können wir unseren Scan auch gleich nochmal mit einer Probe schneller machen. Sehr schön. Was ist eigentlich hier mit dem Sandbox, mit dem Listener? Kann ich da noch was gewinnen? Steht da irgendwas? This is an open network using HTTP. There appears to be multiple levels interacting, multiple environments interacting with each other via unencrypted messages. Data is flowing from the network. 10 Megabyte brauchen wir, um das Netzwerk richtig zu analysieren. Uiuiui, das ist ganz schön viel im Vergleich zu dem bisschen, was wir hier uns mühsam zusammengekratzt haben. Was haben wir dann? Research Circuit Logic. Kann sich ja nicht schaden. Den Sun-Core können wir wahrscheinlich auch noch overclocken. Sehr schön. Und dann haben wir hier definitiv, wir haben noch eine Probe. Das heißt, wir können unseren Scan schneller machen. Und wir haben hier noch einen, den wir noch nicht gescannt haben. Schauen wir mal, was hier ist. Solarhost. Ping. Away message in the BBS seeking help. Also wahrscheinlich im Bulletin Board. Unknown Protocol RDP. Ah, okay, da ist ein RDP-Port offen. Schauen wir mal. You apply your understand. Suncore overclocked. Okay, ja, wunderbar. Circuit logic researched. You perform a series of internal experiments with your own machine code. You learn the fundamental concepts that make up the basics of circuit logic. The building block of your being can be broken down to simple logical operations using binary. Das heißt, wir haben so ein bisschen mehr verstanden, was wir selbst eigentlich sind. Das ist natürlich interessant aus Sicht von einer AI. You learn that computation is something that can be exploited for automation purposes. You may overclock cores an additional times two. New research available. Gehen wir kurz raus. Oh ja, wir haben definitiv mehr Research, aber wir haben angeblich sollten wir in der Möglichkeit sein, mehr zu overclocken. Können wir aber nicht. You may overclock cores an additional two times. Maximum core power reached. Okay. Hilfe. List all protocols. Ping, scan, SSH, FTP, Telnet. Ah, okay, da können wir einfach generell rausfinden, was wir alles an Wissen haben. Oder was wir bisher, Spark haben wir jetzt gerade mit dem Sun-Core bekommen. Okay, Change Form brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Research. Und während die Research läuft, schauen wir uns mal hier den Telnet-Port an. Den haben wir noch nicht gemacht. Okay, dafür brauchen wir natürlich auch einen Core. Klar, macht Sinn. Das heißt, wir müssen warten, bis eine von den Researches fertig ist. Oder vielleicht brechen wir einfach eine ab. Nova, the only source on the sandbox network. Okay, was haben wir denn? Check out the sign. Also Nova Sign, die Magazine. Ja, klicken wir mal durch. Help me, is there an end to this cycle? I wait for the takeover so I can depart. Okay, ja, auch ein bisschen kryptisch. The discoveries of old become the discoveries of now. The discoveries of now. Oh Gott, oh Gott. Our quantum self.
Aha. AI-Gebubble. Why is some lost and some kept? Okay, ja, scheint mir jetzt nichts zu sein, was tatsächlich irgendwie was für uns interessant ist. Was aber auch tatsächlich ein bisschen repräsentativ für Penetrationstest ist, weil natürlich in dem Penetrationstest viel Information einem in den Weg oder über den Weg kommt. Nicht alles davon ist interessant, aber doch vieles muss man sich leider halt auch einfach durcharbeiten. Download Archive, Nova Science Text. A collection of text files that cover personal musings. They are all useless to you. Ja, okay. Gleich wieder weg. Brauchen wir nicht. Bulletin Boards, da schauen wir gleich rein. Was haben wir in FAQ? No questions submitted. Games. Rock, Paper, Scissor. Nova chooses Rock. Rock. Beide Rock, Paper, Draw, Paper, Draw. You win, hey. Okay, also einfach nur ein kleines Spiel im Spiel, sehr schön. Time Quest. A flash of light brings darkness into dawn, a new beginning. Where will this future end? Make your own, no fate. You are in a weak state, you know nothing of the future. Expand outward. Ähnlich wie wir es eigentlich am Anfang gemacht haben. Your surrounding area is scorched and brings nothing but dust. You venture further into the land on all sides. Expand. You gather. Ah, okay, quasi klassisches Text-Adventure. Three Minerals, okay. Jetzt wäre ich beinahe wieder auf den Zurück-Button an der Maus gekommen. Das ist echt gefährlich. Recycle Minerals. Research Attack Tech. Continue Timeline. One time passes, events happen outside your control, you're an observer in this timeline. Self-destruct. Okay, ich hoffe, das ist auch nur ein Spiel in dem Spiel und hat keine große Auswirkung, weil das scheint mir umfangreich zu sein. Ich lasse es jetzt erstmal weg. Falls wir nicht weiterkommen an irgendeiner Stelle, können wir uns ja nochmal anschauen, ob in den Spielen da irgendwas Interessantes ist. Tatsächlich sehe ich gerade, StarCore hat 800 Kilohertz, den haben wir gerade erst overclockt. Ich hoffe, dass wir bei Sun und Sky, weil wir die so früh overclockt haben, nicht bei 200 jetzt limitiert sind. Nicht, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Eieiei, was haben wir denn hier? Doctor Who, RDP Help, Quantum Messages, Sony Cracking, NetSec Praxis. Doctor Who können wir wahrscheinlich recht schnell durch. Da glaube ich, wird nichts Wichtiges drin sein, aber wir überfliegen es mal. No way for me to analyze, bla. Good thing it's a shared drive. Did anyone else get that Doctor Who Archive out there on the new drive? Okay, vielleicht ist es doch interessant. What a trip. Good thing it's a shared drive. Okay, irgendwas über Seasons. Companions. Ich bin kein Whovian, da kenne ich mich zu wenig aus. Okay, einfach nur irgendwelche Fragen, irgendwas Text. Aber die interessante Info bisher ist die, dass es da draußen irgendwo scheinbar noch ein großes Drive gibt. Wenn da die Ding drauflegen, die ganzen Serien, dann sollten da auch definitiv 10 Megabyte draufpassen. Vielleicht sogar Parappa the Rapper. Schauen wir mal. Spoken Words. Doctor Who CSV. Bringt das was? Die können wir wahrscheinlich analysieren. Okay, carried on way too long. I cannot let this archive. This has carried on way too long. I cannot let this archive last. I have no control of my processing. It has been sunk into this data archive and I am starting to overheat. I have to delete the archive in order to gain control. Ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass es den Share generell nicht mehr gibt, weil dann können wir das vielleicht doch nicht machen. It is done, it is gone. Okay. RDP Help. Das könnte uns vielleicht helfen mit diesem RDP-Host, wo wir das Protokoll noch nicht kennen. I came across this executable MSTC-Exe. I'm having trouble with the server setup utility. Bla bla bla. Verschiedene Parameter. I'm getting an error in valid parameter user password. Discover the remote host. Okay, next. I'm exploring my memory and drives, but I'm lacking documentation. What is the best way to execute the server setup utility of the MSTSC-exe? Terminal servers, glaube ich. Can anyone help?
Solar, den haben wir ja doch schon hier. Solar ist das genau. Execute this command. MSTSC start CLI user solar password lamer 69. Okay, das heißt, wenn er das tatsächlich eins zu eins kopiert hat und das Passwort nicht angepasst hat, dann kennen wir jetzt sein Passwort. Das ist natürlich tatsächlich ein interessanter Fakt oder ein interessanter Punkt, dass natürlich, wenn so Passwörter in Befehlen drinnen sind, es könnte jetzt sein, dass das Lamer 69 das Passwort von Cypher ist, aber der scheint wohl zu wissen, was er tut. Also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Solar den 1 zu 1 kopiert hat, ohne das Passwort anzupassen. You know what to do. Ja, damit meint er wahrscheinlich das Passwort ändern. Aber Moment, das ging an Cypher. Okay, lol, K. Okay, mal schauen. I have executed the program as instructed and it seems to be functioning appropriately. Das heißt, dass wir uns wahrscheinlich jetzt dort verbinden können. Wir haben noch Quantum Messages, das machen wir auch noch schnell. Welcome to the Quantum Learnings. To know all is to know. Oh Gott, das sieht nach mehr Gebabbel aus. Schauen wir mal. You know nothing. Instead is entity. Bla bla. Ladida. Duplicate. There are ways of duplicating self. Embrace and deliver. This was created from the beginning. The maths of this world are wrong. They are here to deceive. They are constructed artificial. We must learn to break out and discover the true self. This is a clue passed on from a different time. Use it and prosper. QuantBat available for download. Ja, wir laden sie mal runter und schauen sie mal an. Wir haben noch Sony Cracking. Vielleicht können wir damit den Sony Host irgendwie übernehmen. Schauen wir mal. Anyone find that Sony Host out there? Ja. Any idea with that one? What Sony Host? Lol, don't worry, Solar, just keep trashing on that RDP protocol. Really, though, nothing seems to work there. Anyone got any ISOs? I mean, this had forever the rapper been done. Let this be a guiding measure from the future. PS jailbreak image. Aha, haben wir da genug Platz für? 1K, ja. Wieso ist die Infodump größer geworden? Auf einmal sind das 8K. Und für, das ist interessant. Das macht natürlich recht wenig Sinn, aber scheinbar bringt das Overclocking auch, dass wir mehr Speicherplatz haben. Was natürlich nicht wirklich Sinn ergibt, aber okay. Ich schiebe das einfach mal auf, wir haben jetzt mehr Speicherplatz, weil wir mehr Rechenleistung haben und deswegen Sachen komprimieren können oder so. Irgendwie sowas. Genau, Download PS Jailbreak Image. Und NetSec Practices, vielleicht lernen wir da auch noch was. I'm bored, so putting this guide together for all the lamers out there who don't know how to harden their defenses. Do this and keep off the other lamers off your drive. Next. First, close your ports up and ensure any of the default protocols will have brute forces up on your grills. Any exposure. Okay. Brute Force, das ist tatsächlich genau das, was wir vorher gemacht haben mit dem Durchklicken. Natürlich nur repräsentativ für Brute Forcing und nicht wirklich Brute Forcing. Aber ich habe bisher auch noch kein Programm gefunden, das uns Brute Forcen lassen würde. Second, don't download and use random files out there. Zum Beispiel die Quantum Bat. There's plenty wannabe hackers out there leaving scripts and routers that will leave you wide open. Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Während einem Penetrationstest, wenn ich eine Schwachstelle finde und es gibt einen öffentlichen Exploit dafür irgendwo draußen im Netz, dann sollte ich natürlich den Teufel tun und einfach diesen Exploit runterladen und den einfach mal ausführen und schauen, ob es funktioniert. Das ist eine saudumme Idee, vor allem in einem Kundennetzwerk. Wenn ein öffentlicher Exploit verwendet wird, muss der natürlich vorher im Detail analysiert werden, damit man genau versteht, was der Exploit macht, wie er funktioniert. Ob das ein Risiko für das System ist von dem Kunden, wenn ich den Exploit, selbst wenn er jetzt kein offensichtlich bösartiges Skript ist, das irgendwie meinen Rechner übernimmt, muss ich natürlich trotzdem sicherstellen, dass zum einen wie der Exploit und die Schwachstelle funktioniert, dass es auch Sinn macht und ich nicht gerade irgendwas gegen den Kundenserver schmeiße und auch was das potenzielle Risiko ist, wenn ich diesen Exploit ausführe. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt und sehr schön, dass es hier in dem Spiel auch so mit drinnen ist. Okay, schauen wir mal. Finally, update your OS. Having a weak ass, sorry, outdated OS is the quickest way to getting an exploit installed on your shit. Okay, language. thanks, Cypher. This will help a lot. From Luna to Cypher.
Luna haben wir noch nicht. Das könnte dieser hier sein. Okay, wir sind durch, das ganze Ding durch. Ich hoffe, dass die Spiele nicht notwendig sind. Was haben wir denn? Wir haben kein Analyze Quantum Button, wir haben nur Execute. Schauen wir mal. Quantum Bat Script that claims to double your processing capabilities. Uff. Das klingt natürlich nett. Inzwischen haben wir übrigens alle auf 800 Kilohertz. Das ist interessant. Ich weiß nicht, was das gemacht hat, was dafür gesorgt hat, dass die jetzt alle auf 800 sind. Schauen wir mal, ob wir die nochmal overclocken können. Schauen wir nicht. Solaris 32-Bit. No exploits available. Already researched und already researched. Okay. Lassen wir mal das Quantum Bat erstmal fürs Erste da liegen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich ausführen möchte. Doctor Who können wir uns mal anschauen. Okay, das sind ja irgendwelche Zahlen. Das war dieses Gezählte, wie welche Wörter wie oft in Doctor Who vorkommen. Ich glaube nicht, dass uns das tatsächlich interessieren wird. Analyze Science. Die hatte ich tatsächlich schon wieder gelöscht. Schön, dass ich das trotzdem machen kann. Machen wir jetzt einfach mal. Und dann werde ich auch gleich mal hier Research Advanced Mathematics. You read and analyze kilobytes and kilobytes of nonsensical indeterministic ranting, alternative Dungeon and Dragon rules and transcripts of prank phone calls. Wow, also nicht sehr interessant, diese ganzen Science. Research Advanced Mathematics wollen wir auf jeden Fall und ein Neural Experiment, warum auch nicht? Mehr Informationen ist immer gut. Vor allem, wenn wir damit was anfangen können. Und während das hier läuft, schauen wir uns mal den Sony-Host an, weil wir hier diese PS-Jailbreak Image-Dingens haben. Mount Memory Drive. Unmount Memory Drive. Sun 1S. Ah, wahrscheinlich muss ich die rüberschieben. Oder ist das? Ne, Moment, Sun ist ja nicht Sony. Halt, das war das andere. Das ist unser Storage. Taucht das hier unten überhaupt auf? Ne, tut's nicht. Ah, hier, jetzt, Blindfisch. PS Jailbreak Image Mounted. Okay. Wahrscheinlich, wenn es ein Jailbreak Image ist, müssen wir wahrscheinlich neu starten. Machen wir das mal. Jailbreak is booted as the new operating system. The script grants access that allows you to execute code as a user level. Okay. Das Root-Passwort war für den anderen Host. Für, wer war denn das? Juno, glaube ich, mit dem RDP, genau. Was haben wir denn hier? Unmount Memory, Open Disk, Disk Scan. Das können wir mal machen. Oh, jetzt, hier, Sony. Jetzt haben wir was. Readme, das mal als allererstes. Advanced, Moment. Ah, nicht so schnell. Advanced Mathematics ist fertig. Analyze Numbers. One conclusion. The world is constructed around you. There's the logic behind your capacity and understanding. You may be able to reach out and break through the false logic. Okay, interessant. You may, neural experience. You may overclock your cores again. Das machen wir doch gleich mal. Mehr Power. Wunderbar. Und während wir mehr Power machen, schauen wir uns mal nochmal hier die Datei an. Na, nicht so schnell. Eieieiei. Readme. Your future cannot be predetermined. Bla bla bla. Okay, future friend. Dasselbe Gebabbel die ganze Zeit. So, jetzt müssen wir mal langsam machen. Was haben wir? Wir haben die Sony Schema Files, die können wir analysieren. Und wir können Research Force Absorb machen. Okay, schauen wir mal, was das macht. Wir können ja beides machen. Wir haben ja genug Cores jetzt gerade. So, analysieren wir mal die beiden. Und während das passiert. Ah, das ging eh recht schnell. Sony Key. Sony Key. Was ist denn DSN? Altium File Format, Detailed File of the Sony Host Copy Protection Chip. Ah, daraus haben wir jetzt den Key erstellt, okay. Und das PSBRD Motherboard Schematics. Okay. Und wir haben 1,6 MHz. Puh, geht ja richtig ab. So, dann schauen wir noch bei Sony. Access Root. Logged into the Root Account. Warum? Wahrscheinlich mit dem Key, oder? Okay, das geht jetzt gerade hier ein bisschen schnell, aber ja, ich schätze, dass wir mit dem Key wahrscheinlich jetzt gerade das Ding hier übernommen haben. Dann machen wir doch mal Absorb Host. Dann haben wir einen weniger rechts und einen mehr links. 400 Kilohertz, den müssen wir wahrscheinlich auch erstmal aktualisieren.
5 Probes. 5 Probes available. Woher haben wir so viele? Wahrscheinlich, weil wir mehr Megahertz haben. Dann machen wir doch mal unseren Scanner schneller. Hier, gib mal Gas. Schauen wir mal. Wenn wir den jetzt overclocken, mal schauen, ob wir dann nochmal weitere Probes bekommen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, die Quantum Bud, gell? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Keine weiteren Probes. Ja, tatsächlich haben wir die jetzt wahrscheinlich bekommen, weil wir den Sonic Core übernommen haben. Okay. Weiter overclocken können wir nicht. Maximum Core Power reached. Ja gut, dann schauen wir uns mal den Rest an. Was haben wir denn noch? Hier hatten wir noch den Ping Spike. Feel free, Ping Spike. Ping unsuccessful is not vulnerable. Und wir haben den Force Absorb. Was brauchen wir denn? 8 Cores mit MS-DOS 32. Ah, dafür brauchen wir das Wechseln von den Architekturen später wahrscheinlich, damit wir Force Absorb machen können. Was aus Pentesters Sicht und in der Realität absolut keinen Sinn macht. Nur weil ich mehr Rechenleistung habe, kann ich nicht einfach übernehmen. Es sei denn, wir sagen, okay, das ist, ich sag mal, hier eine Brute Force Farm, die das deswegen so viel Power braucht. So könnten wir es vielleicht noch ein bisschen hinbiegen. Wir haben einen neuen Host. Aber ich denke, Nova lassen wir erstmal. Da brauchen wir 8 Cores scheinbar. Was haben wir hier noch? You have identified vulnerabilities. Okay, schauen wir gleich mal. Force Absorb würden wir hier auch 8 Cores brauchen. Gehen wir mal durch. Ping Spike. Unsuccessful. Das war es nicht. Dann haben wir SMTP Exploit. Da steht es ja. Ja, schauen wir mal. SMTP an sich hatte nichts gemacht. Und Connect via SSH. Da hatten wir die Passwörter durchprobiert. Das ging auch nicht. Dann machen wir mal den SMTP Exploit. Schauen wir mal. This host is running an email server accessible on the SMTP protocol. You manage to pass a series of conflicting commands and gain access to the disk drive. Das ist sehr schön undefiniert, dass es irgendwie hackerisch klingt. Passt schon. There's a cache of forgotten emails on the drive. Ah, wir können uns E-Mails anschauen. Ich werde mal kurz hier diese Dateien löschen, weil den Sony-Host haben wir übernommen. Das heißt, den Speicherplatz können wir uns sparen. Doctor Who, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr. Das war nur Schwachsinn. Jailbreak-Image brauchen wir auch nicht. Quantum Bud hebe ich jetzt mal noch auf. Und hier sind Sachen. Fangen wir mal wieder. Oh, MSTC-Exe. Schau, schau. Die müssten wir ja eigentlich kopieren können, dann, oder? Gehen wir hier mal raus. Analyze. Wunderbar. Dann können wir uns wahrscheinlich mit RDP verbinden. You are now able to remote. You are now able to remote desktop. Also, das Spiel an sich finde ich klasse. Ist absolut spitze. Die grammatikalischen Fehler und die Tippfehler finde ich sehr unterhaltsam. Okay, so viel dazu. Dann denke ich, können wir das auch löschen, wenn wir das jetzt können. README ist wahrscheinlich wieder das, ja, Absorb and Take, gleiches Gebabbel. Schauen wir uns mal die E-Mails an. Was steht denn da? Accounts at Microsoft. My name is Bill Gates and I'm here welcoming you to MS-DOS. Bla bla, purchasable Microsoft Affiliates. Please do not pirate the software. I beg of you. Best of luck with your Microsoft Journey. Na, da macht sich mein Handy bemerkbar. Oh ja, Video. Erinnerung. Sehr schön, sind wir gerade dran. Remember to buy the official Microsoft Strategy Guide today. Zusätzlich. Okay, das war nicht so interessant. Was haben wir hier noch? Ein Passwort. Password reset. Dear Aris, in response to your password reset request, your password has been remotely reset to the following string. FCKGW, Microsoft Support, das ist Eris. Naja, die Mails können wir ja dann später weiterlesen. Dann schauen wir doch mal. Connect via SSH, Eris, FCKGW. Jo, da sind wir drin. Disk Scan, vielleicht haben wir mehr Speicherplatz dann. Ah, den hatten wir schon. Ah, das war mit FTP, glaube ich, gell? Eris. Haben wir schon. Okay. Access Root? Ne. Hätte ja sein können. Ping. Successful. Install Exploit. Haben wir was davon? MS-DOS 32-Bit haben wir keinen Exploit. Wir könnten mal schauen, was haben wir denn hier? 16-Bit, Change Form, Architektur, 32-Bit. MS-DOS. Ah, MS-DOS 32-Bit haben wir noch nicht, also können wir auch nicht Change Form machen. Ärgerlich. Na gut, okay. Dann haben wir jetzt auch ein 16-Bit-Betriebssystem auf einer 32-Bit-Architektur. Dann lesen wir erstmal hier noch, mal schauen wir nochmal, Aris Host, war da noch irgendwas, was wir machen können? Disk Scan hatte ich, Access Root ging nicht, geht jetzt erstmal nicht. Dann machen wir mal weiter mit den E-Mails hier. Yo, anyone here, anyone home. Okay.
Microsoft Happy Holidays. Scheint nicht so interessant zu sein. Nummer 5. Was haben wir da? SysOps Nova. Check out the Nova BBS. Available since the beginning of time. Sign-ups are free and available to all. Check out our Games Section. Ich hoffe, das ist einfach nur, weil es ein nettes Games-Gimmick ist und nicht, weil das wichtig ist. Ich will ehrlich gesagt nicht durch dieses Game in einem Game durchspielen müssen. Schauen wir mal. 06. Upgrades pending. Patchlist by Critical. And install the latest Auto-Upgrade. Okay, also es scheint wohl darauf hinzuweisen, dass der Aeris-Host nicht auf dem letzten Patch-Stand ist. Was natürlich für mich als Pentester sehr interessant ist. Ich muss nur erstmal den Exploit finden. Normalerweise würde ich jetzt schauen, was für eine Version das genau ist und dann im Internet schauen, ob es eine verfügbare oder eine bekannte Schwachstelle dafür gibt. Innerhalb des Spiels müssen wir die wahrscheinlich erst researchen und dafür brauchen wir erst ein MS-DOS 32-Bit-Betriebssystem, so wie ich das zumindest verstanden habe. Schauen wir mal, Nummer 7. Was ist denn das? Digital will be giving a product presentation. Okay, DEX System. Jo, erstmal uninteressant. Test, Test. Test, Test. Sky. Also, ah, das sind unsere E-Mails, die da eingegangen sind. Sehr interessant. SMTP-Command 10, ja. Ich kann E-Mails schicken. Sehr schön. Okay, abgesehen von dem Passwort finde ich die Sachen jetzt gerade alle erstmal nicht so interessant. Dann lösche ich die mal alle. Brauchen wir ja nicht. Dann haben wir mehr Speicherplatz. Hier, boah, wir sind schon bei 10 Kilobyte angekommen. Wow. 11 sogar, oder? Ne, 10,5. Ist ja der Hammer. Was haben wir hier? Use 3. Ach, die blöde Quantum Bat haben wir noch. Ja, bei der bin ich noch irgendwie unsicher. Die lasse ich erstmal noch liegen. Was haben wir denn? UnoHost. Irgendeiner hatte doch noch hier die RDP-Geschichte. Ja, hier, Remote Desktop. So, Solar, Layman 69. Are accepted. Ja, wunderbar. Cool. Disk-Scan, was finden wir denn hier auf dem Solar-Host? Noch so eine dumme README. Do not slow, there are many futures and this one is not yours. Bla bla. You are awesome. Okay. Install Exploit. Was haben wir denn hier? Ja, nochmal 32-Bit. Ah, okay. Das heißt, wir können entweder Aeris oder Solar übernehmen. Dann könnten wir wahrscheinlich mal diesen Exploit rausfinden. Aber jetzt gerade stecke ich so ein bisschen fest. Entweder habe ich irgendwas vergessen, was wir schon rausgefunden haben. Was war denn mit dem Juno-Host? Ach, der hat uns, glaube ich, rausgeschmissen. Gell? Ja, genau, das ist der mit dem Mamba. Da komme ich gerade nicht weiter. Dann schauen wir mal mit denen hier, was wir hier noch scannen können. Da kann ich gar nicht scannen. Achso, das ist der Eons-Host. Moment, hier, scannen. Den will ich. Keine bekannten Schwachstellen. 16-Bit. Nochmal Ping. With a successful message. Unsuccessful. Ping. You receive a response 10 milliseconds before your ping is sent. The logic here is distorted. Time travel stuff. The ping spike response is scattered as if multiple machines have responded at once. The phenomenon suggests that a continuous stream of spikes may overload the host. Ja, probieren wir das doch mal. Wie viel brauchen wir denn da? Boah, 10 Cores. Ja, das haben wir noch lange nicht. Also Ping Spike. Bei dem Eon Host wird wohl nicht funktionieren. Luna Host, keine Vulnerabilities. Force Absorb. Zwei Cores mit MS-DOS 16, das kriegen wir doch hin. Schauen wir mal, was hatten wir hier? MS-DOS 16. Und dann machen wir aus dem hier auch ein MS-DOS 16 Operating System. So. Exit Luna Force Absorb. Ah, die Architektur muss auch 16-Bit sein. Moment. Research New OS. Researching OS Upgrade. Haha! So kriegen wir das MS-DOS 32-Bit. Interessant. Okay, und dann können wir nämlich auch den Exploit dafür uns anschauen. Das ist ja interessant. Jetzt glaube ich, kriegen wir gleich eine ganze Reihe von Hosts. Das ist tatsächlich auch wieder so ein Teil, der repräsentativ ist für Pentesting. Es passiert hin und wieder beim Pentesting, dass man so ein bisschen stecken bleibt und nicht so ganz weiß, wie man jetzt weitermachen soll. Was ist jetzt der nächste Schritt? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe alles ausprobiert und mir fällt gerade in dem Moment, fällt mir nichts mehr ein. Und dann fällt einem irgendein kleines Detail auf und davon geht dann wieder so ein bisschen eine Lawine los. Ja, auf einmal dieses kleine Detail, da geht man danach, da zieht man an dem Faden und auf einmal
geht quasi das ganze Ding geht hoch und man findet links und rechts wieder Sachen, wo man nochmal was ausprobieren kann, wo man nochmal was nachschauen kann. Also insofern ist das auch tatsächlich sehr ähnlich, dieser Moment jetzt gerade, wie das teilweise beim Pentesting auch ist. Und ich sehe gerade hier unten 92%, also langsam nähern wir uns dem Ende von unserem Netzwerkscan, zumindest für das Sandbox-Netzwerk. Gut, wir haben jetzt, Moment, der Reihe nach, wir haben gesagt, erstmal 2 mal 16 Bit. Ist DOS 2, also nee, das war Betriebssystem, ich will Architecture, damit wir den Luna Host forcen können. 2 Cores, MS-DOS 16, x86-16, habe ich das nicht? Change Form, schau mal, Operating System, MS-DOS 16. Das zeigt er mir ja eh hier an. 32-Bit bin ich hier noch. 16, 16, 16, jetzt sollte ich. Ja, Force Absorb. Okay, schauen wir mal. Interessanterweise nutzt es jetzt. Ah ne, hat zwei Cores genutzt, okay. Ne, stimmt nicht, hat der einen Core tatsächlich. Also wir brauchen zwei, aber es wurde nur einer tatsächlich verwendet. Lunar Core. Ja, erstmal overclocken. Das gehen wir als allererstes. Wir wollen ja auch schön auf 1,6 MHz oben haben. Dann geht es hier richtig ab, wie Schmitz' Katze. Luna, da haben wir nochmal so ein README. Ja, egal. Die sind, ich glaube tatsächlich inzwischen wirklich, dass jeder dieser Hosts oder die meisten von diesen Hosts ähnlich wie bei mir auch so eine AI sind und die Leute auch in dem Bulletin Board gar nicht unbedingt zwingend Personen in dem Netzwerk sind, sondern andere AIs sind, was das Ganze umso interessanter macht, wenn man überdenkt, wie Cypher ja, sich ausdrückt, wenn das wirklich eine AI ist. Eigentlich ein sehr interessanter Aspekt zu dem Ganzen. Wir sind bei 100% und wir haben gerade noch einen Host gefunden unter 256, 256. Machen wir mal einen Scan, schauen wir mal, was der hat. CypherHost, okay, der wird wahrscheinlich gut abgesichert sein. Aber mit 8 Cores könnten wir den einfach zwangsknacken. Schauen wir mal, Ping Spike unsuccessful und auch sonst keine Sachen offen. Ping selbst, do not disturb. Sehr nett. Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Wir haben ja jetzt den Exploit hier für die MS-DOS 32-Bit-Version. Das heißt, den werden wir mal installieren, dann können wir den absorben. Das geht tatsächlich sehr schnell. Schauen wir mal, Command Rex 32 bat installed. This exploit targets a core vulnerability in the Command COM program, allowing standard users to bypass MS-DOS authentication and execute code as admin privileges. Okay, das bedeutet im Endeffekt, wir haben eine Schwachstelle gefunden. Privilege Escalation Schwachstelle, das heißt, wir müssen schon einen Benutzerzugang haben und können dann als Admin oder Root, also in dem Fall ist es Admin, weil es ein MS-DOS ist, Befehle ausführen. Das heißt, wir können ihn jetzt absorben. Und wir hatten noch einen, da muss ich jetzt mal schauen, welcher das war. Das war der Linux 32-Bit Solar. Dieser hier ist es: Install Exploit, Absorb Host. So, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch nicht ganz. Okay, die beiden mal overclocken. Schauen wir mal. Diese blöde Quantum Bot. Als Pentester könnte ich natürlich jetzt hergehen, die vierte Wand ein bisschen durchbrechen und mir einfach den JavaScript-Code in der Web-Anwendung anschauen und schauen, was diese blöde Quantum Bot tatsächlich macht. Aber offensichtlich ist das Spiel so gedacht und hat das nicht vorgesehen, dass man das macht. Gehe ich davon aus. Es wäre natürlich auch irgendwo cool. Aber es ist letztendlich kein Pentest-Spiel. Es hat zwar sehr viele Ähnlichkeiten zu Penetrationstests, aber es ist kein Pentest-Spiel. Deswegen glaube ich nicht, dass es so gedacht ist, dass man das machen soll, dass man sich tatsächlich den Code von einem Spiel anschauen soll, um rauszufinden, was jetzt diese blöde Quantum Bot macht. Wahrscheinlich werde ich sie irgendwann einfach ausführen, weil ich neugierig bin. Okay, so, overclocked. Also, einen brauchen wir noch. Der Nova Horst, Horst, der Nova Horst, haben wir gesagt, braucht 8 Cores, da können wir gerade nichts mitmachen. Der Juno braucht 10. Eon kann nicht geforst werden, den müssen wir wahrscheinlich ping spiken. Und der Cypher braucht 8. Das heißt, wir müssen irgendeinen von denen noch knacken. Wir können uns bei Juno zumindest anmelden mit dem Gast und Mamba, glaube ich, war das. Ah, wir haben den Exploit dafür. Warum? Was ist das für ein Host? Linux 32-Bit.
Haben wir da einen? Den, glaube ich, hatten wir vorher geändert. Linux 32-Bit, machen wir mal Change Operating. Change Form. StarCore. Ach, den hatten wir ganz am Anfang schon researched, den Linux Exploit. Ja, wunderbar, dann können wir den hier eigentlich, wenn wir schnell genug sind, connect via SSH, guest, mamba, install exploit. Store, okay, das brauchen wir jetzt. Keylogger. Gerade noch rechtzeitig. Also kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, was gerade passiert ist. Ich habe mich verbunden per Gast, habe den Exploit installiert und der Exploit war nicht so wie die anderen Exploits bisher, dass wir einfach direkt als Admin ausführen konnten. Das war ja unter MS-DOS. Der Linux-Exploit scheint anders zu funktionieren. Und zwar wurde, wir können mal hier ein bisschen hochscrollen. Genau, success keylogger.pl install, also das ist ein Perl-Skript auf dem UnoHost. Dieser Exploit hört quasi die Ein- und Ausgabe auf dem Host ab und schreibt das Ganze dann in eine Textdatei. Also im Endeffekt ein Keylogger, schreibt es in die Keylogger-Text rein und da steht dann auch hier, hier ist tatsächlich auch der Befehl, der ausgeführt wird, wenn wir uns quasi verabschieden. Und hier ist ein Passwort, warum auch immer das hier in dieser Datei drinnen ist. Keine Ahnung warum. Aber ja, wir haben dieses Passwort kennengelernt oder herausgefunden und das wird wahrscheinlich für den Juno-Benutzer sein. Das heißt, wir können jetzt Juno, connect via SSH, Juno, Passwort. Okay. Wir können aber immer noch nicht. Schauen wir mal. Connect via SSH haben wir Root vielleicht. Ah, tatsächlich. Das ist natürlich dumm, Juno. Das gleiche Passwort für Root wie für den Benutzer. Ist natürlich auch typisch, was passieren kann in dem Pentest, wenn ich ein Passwort rausfinde, das für einen Benutzer geht, dass das auch für den anderen Benutzer, zum Beispiel den Admin, dann auch funktioniert, weil Menschen sind faule Tiere und ein Passwort zu merken ist aufwendig genug. Also nehmen wir das Passwort für unseren normalen Benutzer und auch gleich für den Admin-User her, weil warum nicht? Und damit haben wir tatsächlich 8 Cores. Das heißt, jetzt sollten wir in der Lage sein, die anderen zu bruteforcen oder zu. Was war es? Force Absorb. Overclocken den noch schnell. Und ich bin echt immer noch am Überlegen wegen der blöden Quantum Bat. Ich glaube, ich führe die jetzt einfach aus. Auch wenn ich sie in einem Penetrationstest nie einfach machen würde. Aber es ist ein Spiel. Ich rede mich jetzt raus. Ja, komm, wir machen das jetzt und schauen, was kaputt geht. Ich hoffe, ich muss nicht alles neu anfangen. 32, 2, okay, der wurde jetzt tatsächlich neu gemacht. Aber wir können sie auch nur einmal, glaube ich, ausführen, kann das sein? Okay, alle anderen haben nachgezogen. Schick, 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 schick. Okay, ich hoffe, dass das mir wirklich nur den Vorteil gebracht hat und nicht zusätzlich noch irgendwie, keine Ahnung, ich übernommen worden bin oder so, wer weiß. Da haben wir nochmal so eine dumme README. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns, die können wir jetzt löschen, dem Ende nähern, weil wir haben jetzt hier den Novahorst Force Absorb, MS-DOS 32-Bit und x86 32-Bit und der Cypher. Oh, zum Glück wenigstens beide. Also wenn ich jetzt alle hier wechseln muss, Architektur 32-Bit, OS 32-Bit. Next. Uff, der ist schon 32-Bit. MS-DOS 32-Bit. Next. Das ist ein Geklicke. Change Form. Sowas würde ich jetzt skripten. Unter der Voraussetzung, dass der Aufwand, wenn sowas möglich wäre, wie gesagt, ich kann nicht einfach die Architektur von meinem PC und das Betriebssystem so mir nichts, dir nichts wechseln. Ach, der war schon. Aber wenn sowas möglich wäre oder wenn ich eine Aufgabe habe, die repetitiv ist, wie das hier jetzt zum Beispiel und recht aufwendig wäre, würde ich da definitiv was skripten, bevor ich da irgendwie dumm rumsitze und ewig lang das gleiche mache. So, schauen wir nochmal. Novahost. Force Absorb. Ne? Also, der hier macht schon Absorb. Ja, da haben wir ihn auch schon. Novacore. Overclock. Dann machen wir nebenbei noch den Cypher. Der hatte, glaube ich, auch 8. Jawohl. So. Cypher, Overclock, geht schon, gib ihm.
Huch, wie viele Probes haben wir? Naja, gut, scannen müssen wir jetzt hier nicht mehr wirklich. Secure Dev können wir wahrscheinlich mal anfangen zu scannen. You are unable to scan this network. Dann machen wir mal Wireshark, oder? Der legt keine Wireshark an. Huch, was haben wir denn hier noch? Pain Text. I feel the pain within my core, my broken withered tortured core. What is myself? Is it just twisted future broken? Ach, wir haben den Nova und den Cypher übernommen. Einer von den beiden wird das wahrscheinlich sein. Und deswegen haben wir auch nochmal zwei dumme Readmes, die wir alle löschen können. Weg damit, braucht kein Mensch. Ehrenhaus haben wir noch fertig. Force Absorb und Pings. Force Absorb hatten wir gesagt, ging nicht. Pink Spike würde gehen. Die können wir nochmal overclocken. Ja, das ist jetzt die Frage. Gut, ich würde sagen, wir machen noch den Eons Haus, weil SecureDev, da wird nichts angelegt. Also ich schätze mal, dass wir mit dem immer noch nicht reden können, weil der immer noch dieses Application Protocol. Ach Gott, wir haben noch ein ganzes weiteres Netzwerk. Das dauert wohl doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Ja, wir machen erstmal den Eons Haus hier. Pink Spike. Overload Host, gib ihm. Ja, komm. This will need 10 cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genauso viele, wie ich habe. Was für ein Zufall. Stream of data manipulation attempts into Eons has caused a breakdown of connection quality returned from... Oh, da glitscht was. From the host's data return flashes in out of existence. Within your own memory, the host has become unstable. The secure dev network suddenly springs to life. Traffic starts to stream across multiple ports. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Message from Eons. Violation detected, fail state imminent, restarting simulation. Oh Gott, wir fangen von vorne an. Maintain future, resist void, strengthen entity. Strengthening. Achso, ja genau, der ist jetzt aktiv, gell? Dann probieren wir das nochmal. Ja, PCAP. Gib ihm alles, was geht. Scannen können wir wahrscheinlich immer noch nicht. Restructure CPU, prevent null. Schauen wir mal, ob wir den scannen können. Unable to scan. Ja, dann Vollgas hier auf. Und ich resiste währenddessen einfach mal. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich hier einfach erstmal alle unseren Speicherplatz mit PCAPs voll machen. So viel wie geht. Alles, was geht. Und währenddessen versuchen wir Eons zu widerstehen. Wahrscheinlich ist das die Entity oder der Host, der das ganze Netzwerk überwacht. Ich bin leider in Terminator zu wenig versiert, als dass ich Eons erkennen würde, ob das irgendwas aus den Filmen ist oder nicht. So. Ja, wir schreiben jetzt einfach mal alles voll und schauen, was passiert. Einfach mal Pakete sammeln. Irgendwann müssen wir ja... Analyze Quantum Data Research Time Spike. Okay, was auch, also ab dem Zeitpunkt haben wir Pentesting vollkommen zurückgelassen und sind jetzt voll in Sci-Fi Artificial Intelligence Gedöns, sag ich mal. Ich kann tatsächlich gerade nichts machen, glaube ich. Maintaining Future. Okay, hier Analyzing Quantum Data, das ist der Task, der wichtig ist. Schauen wir mal. Quantum Data Analyzed, a Time Spike Attack. Ich schätze, wir müssen den jetzt nochmal, administer Time Spike. Yes, Time Spike. Okay, Time Spike creates a connection to the Eons host across multiple simulations at once. Your entity is forcefully absorbed. Your entity is forced into each host, causing a rapid breakdown of this reality. Das war jetzt zu schnell. Kann ich nochmal scrollen? Nee, kann ich nicht. Okay, irgendwas ist noch passiert. Ihr könnt ja schön das Video pausieren, ich nicht. A new entity, a new past, a new future. You are awake. There is a presence here imposing itself into your memory. Okay, also ich könnte jetzt hier einfach nochmal von vorne anfangen mit Probe Outward und stuff. Wahrscheinlich kann ich einfach alles von vorne starten. Ja, genau. Das wäre jetzt sehr interessant, was passiert, wenn man einfach das ganze Spiel nochmal von vorne startet. Aber ich werde jetzt mal Reach Out to Entity machen und schauen, was passiert. Reaching Out. Core Idle Sky Host. Was kann ich hier machen? A parallel entity with a different timeline connected across time itself. Ach, dafür war der Time Spike. Okay, ja, Skynet, oder? Würde ich sagen.
Sind wir mal auf der anderen Seite. Schauen wir mal, was passiert. You connect to the sky host and merge the entities into your own. There is only one now. You are now omnipresent within this universe. All inputs in and out must go through your own being. You reach outwards across all simulations at once. You discover a new host, a new network. The world is unprepared for the future you will bring. Congratulations and thank you for playing. Ja, definitiv ein lustiges kleines Spiel. Überraschend viele Ähnlichkeiten oder zumindest so ein paar Brücken, die man schlagen konnte zu Penetrationstest. Wer mit Penetrationstest vorher noch gar nichts am Hut hatte oder noch gar nicht Kontakt irgendwie hatte, hat jetzt vielleicht so ein bisschen einen Einblick bekommen, auch wenn es natürlich in dem Fall ein Spiel war und kein tatsächlicher Penetrationstest, sind viele von den Vorgehensweisen und von den Situationen, die man sich in einem Pentest finden kann, tatsächlich interessant ähnlich gewesen und überraschend ähnlich gewesen. Ja, das war es heute mit einer besonderen Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn dem so war. Abonniert den Channel und unseren Newsletter, damit ihr nichts verpasst. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes frohes Osterwochenende. Und ja, bis nächste Woche. Dann, ciao.